Hallo Internet und YouTube, liebe Abonnenten, liebe Zuschauer, liebe Facebook-Freunde, vielen Dank fürs Anklicken, fürs Zusehen. Ja, da ich heute Morgen über Facebook bei Henglong RC Panzer, dementsprechend habe ich ein kleines Video, zwei Video, also ein Zweiteiler dargestellt, wie man Balkenkreuze am besten machen kann. Und da ich jetzt momentan wieder nochmal das nochmal demonstrieren will, es wäre jetzt zeitaufwendig, das Video von über 5 Minuten bei YouTube hochzuladen. Das würde bei mir ungefähr über fast eine Stunde dauern, bis das Video dann quasi dann zur Ansicht dann frei wäre. Ja, das habe ich als Vorabmuster auf einer Seitenschürze von einem Panther dran gemacht. In einer leicht gekürzten Version, also im unteren Bereich, warum auch immer. Und dementsprechend als Probestück auf dem Heckstaukasten bei einem Panther. Mit dem 6 mm Kleb mit diesem 6 mm Maskiertape von, sei es jetzt von Tamiya oder von Revell, habe ich dann quasi ein Muster angeklebt, aufgeklebt. Ja, weil dieses Klebeband eignet sich auch sehr für kleine Ecken, also dementsprechend auch für scharfe Kanten zu machen, sei es auch für Tarnbemalung an Fahrzeugen. Ja, jetzt habe ich ein kleines Muster gemacht, wie ich das. Also wie man das am besten machen kann. Also ich habe erstmal ein Kreuz, also quasi mir eine Vorlage gemacht und zwar von oben nach unten abgeklebt. Es muss jetzt nicht hundertprozentig Scale sein. Und habe dann quasi einmal längs, einmal quer abgeklebt und habe mir dann dementsprechend mir ein Kreuz mit einem Cuttermesser herausgetrennt und dementsprechend dann rausgeholt. So, wollen wir mal gucken, dass ich das noch hinkriege, dass ich das dieses ausgeschnittene Kreuz dementsprechend jetzt noch mit Matt 5 Weiß von Revell dementsprechend vorschattieren, also vorbemalen werde. Immer kräftig schütteln, weil ich muss leider unter den 5 Minuten bleiben, sonst brauche ich fast über eine Stunde, um das Video dementsprechend bei YouTube hochzuposten. Ja, und dann nehme ich dann dementsprechend so einen, ja, leicht ausgefransten, aber feinen Pinsel. Und mache dann damit quasi nicht zu viel Farbe. Ich mache das dementsprechend in so einer Art Trockenmaltechnik, dass ich die Farbe tupfe und nicht drauf streiche, weil wenn ich jetzt die Farbe quer und einmal diagonal machen würde, einfach drüber streichen würde, würde Farbe quasi dann in die unter das Klebeband drunter geraten. Deswegen mache ich das dementsprechend mit so einer Art Tupftechnik, also quasi fast Trockenmaltechnik. Ist eigentlich auch ein sehr gutes Ergebnis. So, da, ja, ich würde mal sagen, ja, die Farbe deckt passend und melde mich dann im zweiten Teil wieder. Vielen Dank fürs Ansehen und ja, wenn euch dieses kleine Vorabvideo gefallen sollte, wie man Balkenkreuze am besten machen kann für den Maßstab 1 zu 16, wer nicht gerade mit Deckelscanner arbeitet, an speziellen Fahrzeugen, also wie man das jetzt dementsprechend an meinem Tiger jetzt hier sehen kann, habe ich die Dekels von Henglong genommen und letztendlich dann mit Seidenmatt drüber. Nur leider hat die Seidenmattfarbe dementsprechend auch die Grundfarbe angegriffen, so dass das dementsprechend mit dem Ball, also mit selbstgemachten Balkenkreuzen sieht das dann einigermaßen dann auch besser aus, sei es jetzt an den Seiten. Beim Tiger würde das hier einigermaßen auch noch so funktionieren. Oder dementsprechend hinten an der Staukiste am Tiger. Und sage jetzt mit diesem Video erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Und ich werde damit mich mit dem zweiten Teil mich dann nochmal melden. Dann bedanke ich mich fürs Ansehen. Bis zum nächsten Video und sage dann an dieser Stelle Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Ciao.